In Coronado präsentiert sich der preisgekrönte Bestsellerautor Dennis Lehane als Meister der kleinen Form. Seine fesselnden Kurzgeschichten sind teils düster, teils verstörend, teils tragikomisch. Lehane nimmt uns mit auf die Reise durch Kleinstädte im Nirgendwo der USA. Dies sind Orte, in denen der amerikanische Traum längst ausgeträumt und jedes große Ideal der Bitterkeit gewichen ist. Die Protagonisten seiner Geschichten sind Verlierer am Rande der Gesellschaft, gescheiterte Existenzen, deren Leben unausweichlich auf die Katastrophe zusteuert. Lehane macht sich keineswegs über die Schicksale lustig, sondern zeigt Verständnis für ihre Reaktionen angesichts der geplatzten Lebensträume. Der Leser braucht ein hartes Fell, denn die psychologisch meisterhaft ausgeleuchteten Geschichten kommen oft bösartig und manchmal derb daher. Wie auch Lehanes vorangegangene Romane wurde das Original brillant von Andrea Fischer ins Deutsche übertragen. Sie trifft den Ton des Autors auch dieses Mal wieder hervorragend.